Die Palina, ein Teufelskerl, du. Sehr gut, ja. Weiter geht's natürlich auch mit Palinas 99 Dingen demnächst schon, ja. Wir machen jetzt mit etwas anderem weiter. Ja, man kann sich da ja nicht immer so durchsetzen. Ich habe wirklich alles probiert, der Polizei, Betriebsrat. Aber es wird ein Comeback geben von einem Rapper, der sich immer an die dranhängt, die gerade erfolgreich sind, die es gerade schaffen, ja. Und das ist natürlich einer, ja. Wir schauen ins Internet und stellen fest, einer hat 1,5 Millionen Klicks. Er kommt aus Wien und nennt sich Moneyboy. Meine Damen und Herren, Widerstand ist swaglos. Hier ist er, dreh den Swag auf, Moneyboy, featuring MC Yoko. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Seele so viel Kohle jeden Tag, ich finde es echt geil. Mein Swagger ist total außer Kontrolle, ich bin echt nice. Kannst du es verstehen, ich bin dieser MVP jetzt. Ich und meine Jungs, wir hängen ab im VIP-Zelt. Oh mein Gott, ich bin so am Block. Deine Mutter kommt vorbei und sie blowt den Kopf. Ich arbeite hart, doch auf Partys bin ich noch krasser. Mr. Moneyboy, ich bin dieser Blockhustler. Nick, Mac, Paddy, Wack, ich bin jetzt so dope, also geh weg. Dummer Cat, gib mir jetzt das Koks. Baby, ich bin da, chill beim BMW-Händler. Du fährst VW, ich kauf mir nen BMW-Penner. Yeah, ich bin der Shit. Bitches, turn my swagger on. Getting money, I'm a rich player. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Oh oh, Swagger on a zillion. Ich bin cool und ficke ein paar Bitches aus Brasilien. Mein Haus ist groß, ich bin jetzt in dem Building. Fotografen knipsen Pics im Busch, so wie Wilhelm. Porsche Cayenne, ich bin Sportwagen-Fan. Du bist eine Snitch, die vor Gericht sofort Namen nennt. Ich bin Max B, Homie, you can't stop the wave. Ich bin Drogendealer, ich vertick am Block das Age. Gangsters wollen spitten, doch mein Swag ist so official. Und mein neues Mixtape gibt es nur als Crack Dealer Edition. Also sag es allen weiter, ich bin heißer jetzt als Megan Fox. Und bleibe dieser Typ, der einfach alle seine Gegner boxt. My man, das hier ist 21. Ich bin ein Gangstermann, Black Card. Ich kauf gleich die Bar, nicht nur Getränke, Mann. Yeah, ich hebe ab und flieg zum Mars jetzt. Turn my Swagger on, ich spitte 100.000 Bars jetzt. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Whoa. Hey. Wow, voll fett. My boy. Sehr gut, geil. Sehr gut. Die Platte läuft noch hier. Ich kümmere mich drum. Oh, ey, was mit dem Scratch? Alter, voll aus der Puste. Was geht ab? Voll geil. Was geht ab? Was geht ab, mein Mann? Was geht ab, mein Mann? Setz dich, Alter. Du überlegst jetzt, für wen war das jetzt eine größere Ehre? Für dich mit MC Yoko oder für mich, hey, mit Moneyboy? Ich verfolge deine Rap-Karriere auch schon lange. Ja? Und ey, du hast Talent, rein technisch. Ehrlich? Was das Einzige, was dir noch ein bisschen fehlt, ist der Swag. Was ist dieser Swag? Dieser Swag, kenn ich den? Wo wohnt er? Ja, na, heute hast du ihn kennengelernt. Du bist Swag? Ja, ist heute im Haus drin. Und Swag ist einfach eine positive Aura, eine coole Ausstrahlung. Ein Gucci-Bandana über die Schulter, ein Ronald McDonald iced out um den Hals. Die Breitling. Fuck, Alter. Moneyboy Swag. Das Krasse ist ja wirklich, ne? Man glaubt so für einen kurzen Moment, der meint das nicht ernst. Aber... Ich meine es ernst, es ist Entertainment, die Leute haben Spaß daran und ja, ich mache keine ernsten Tracks, ich mache einfach Lieder zum Party machen, einfach um den Swag aufzudrehen und so. Also ich helfe auch den Leuten, die nicht so viel Swag haben, ja, also die können meine Tracks hören und dann
Ja, also ich finde dich geil, aber no homo. Ne? Das ist so, habe ich gelernt heute. Das ist so, wenn man so klarstellen will, dass man sich nicht liebt, sexuell, als Männer. Genau. Und der Punkt ist aber einfach der so, ich meine, das ist wirklich, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wo du herkommst. Weil du bist auf einmal da, du hast 1,5 Millionen Klicks auf YouTube. Ich meine, für dich ist das genauso komisch wie für uns alle. Mhm. Ja, also ich komme einfach aus Wien und habe immer schon gerappt, hobbymäßig und so. Und dieses Jahr erst habe ich mir den Namen Moneyboy gegeben und auch der Name und einfach dieses Swag-Ding hat mir einfach so einen Auftrieb gegeben und so. Und dann habe ich gedacht, hey, ich habe jetzt so viel Swag, was soll ich damit machen? Warum nicht auf ein Mixtape packen, ein paar Videos drehen, Videobotschaften aufnehmen? Und ja, es ging dann ganz schnell. Und ja, jetzt bin ich ein bekannter Rapper und bin bei MTV. Da wollen doch alle hin und ja. Yeah. Du sagst es, alle wollen hier hin und... Willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, bei MTV Your Home. Gleich noch Polaka ist 18 bei uns und jetzt bei uns Rapper und Internetphänomen und einer meiner Co-MCs, Moneyboy, Ladies and Gentlemen. Mit 1,5 Millionen Klicks würde ich sagen, gerade der erfolgreichste deutschsprachige Rapper im Internet, könnte man fast sagen, oder? Ja, also der Rapper mit dem meisten Hype zur Stunde. Und ja, sogar in den USA bin ich jetzt ein Thema. 50 Cent, von dem ich ein großer Fan bin, hat mich sogar gepostet auf seiner Seite. Also, hat man da persönlichen Kontakt danach, oder? Nein, das nicht. Ich meine, das wäre mal cool, 50 Cent zu treffen, Soulja Boy und so. Also ich glaube schon, dass ich mit denen noch auf einer Wellenlänge wäre. Da wir alle diesen Swag einfach teilen. Sido war aber bei dir, der hat dich besucht. Sido habe ich getroffen in Wien, war echt cool der mit ihm. Der ist zu dir gekommen, der ist zu dir nach Wien gekommen. Ja, er hat mich über Twitter angeschrieben und hat gesagt, er möchte den Original Swag tanken, ein bisschen swaggen. Und dann waren wir in einem netten Gasthaus und ja, hat mich und zwei Hähnchen Freunde... Er hat Hähnchen gegessen, du hast Stelzen gegessen, genau. Guck mal, ich bin vorbereitet, du. Aber du hast auch noch gesagt, du hast ein bisschen was, weil wir sind ja quasi aus der gleichen Ecke musikalisch gesehen, ein bisschen was vorbereitet. Ja, genau. Was du hier Freestyle sozusagen vortragen könntest. Ja, so wie man die Freestyles heutzutage macht, also direkt vom iPhone runtergelesen, habe ich was vorbereitet auf dem Weg hierher ins Studio. Okay. Und ja, ich kick den mal einfach, den Part, oder? Ich kann leider keine Beatbox, aber ich bin mir sicher, du kriegst auch ohnehin. Ja, ich hab den Takt im Kopf. Moneyboy bei MTV, ich bin jetzt ein Star, yo. Der Nachname meines Lamborghinis ist Gallardo. Und ich lebe mein Leben schnell so wie ein Gepard, Bro. Ich und deine Mutter, ja, wir haben uns gepaart, Bro. Ich bin vielleicht nicht der Beste, aber in den Top 1 nicht mehr lang. Und ich sitze bei Stefan Raab im Wok, nice. Ich habe Eis an der Kette und am Ringfinger. Ach, was rede ich, nenne diesen Finger nur noch Blinkfinger. Yeah, und ich hänge gerade ab mit Klaas und Joko und mein Klingelton ist noch immer Disco Pogo. Dingelingeling, Mr. Moneyboy, der King. Bitches schütteln ihre Ärsche, bada boom, bada bing. Bada bing, bada boom, ja, ich will diesen Ruhm. Präsidenten-Suite im Ritz, ja, ich will diesen Room. Ich bin jetzt zu Hause, Homie, MTV Home. So viel Swag, Boy, sie mussten mich zu MTV holen. Wo alle hier im Studio sind, ja, wir haben hier nämlich das halbe Haus MTV sitzt hier in den Kulissen verteilt, nur deinetwegen. Jetzt mal Butter bei die Fische, ja. Hast du schon einen Deal? Können wir dich noch signen? Nein, es gibt keinen Deal. Ich weiß auch gar nicht, ob das heutzutage noch nötig ist. Ich bin self-made Superstar. Ich habe alles alleine gemacht. Ich habe Auftritte demnächst. Ich bin in Stuttgart. Ich bin morgen in Schwäbisch Gmünd. Swaggisch Gmünd natürlich. Natürlich. Ich trete in Wien auf im Dezember. Und ja, ich das interregionale Jetset hatte ich fest im Griff. Auf jeden Fall. Ja. Moneyboy, du hast eine hervorragende Homepage, die ich nochmal hinweisen möchte. Moneyboy erzähl, wer Fan geworden ist in diesem Moment, da kriegt ihr alles zu diesem Mann. Da vielen Dank, ihr auch Alter. Dieses Shirt demnächst. Ja, und du kriegst noch das hier, dieses Shirt. So, wir haben nämlich eine Aktion, gemeinsam dumm heißt sie. Ja, wir suchen noch einen CEO, da können wir später mal Vertragsgespräche machen, ihr und Tiriak-mäßig. Wir haben einen Wochengewinner für diese Woche, ja, auch wieder sehr dumme Zuschauer. Da sind wir stolz, natürlich wie Eltern. Ja, muss man sagen. Wir sind eure Eltern, wenn ihr schön doof seid. Denn da kann man was gewinnen. Dieses sauteure T-Shirt. Und hier sehen wir erstmal... Das weiß ich lügen. Das macht dich unsympathisch. Ich finde 9 Euro teuer. Und jetzt kommt da hier unser Gewinner für diese Woche. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Bitteschön, gemeinsam dumm.